Schon seit 1997 digitalisiert die Bayerische Staatsbibliothek ihre Bestände. Mit der Hilfe von Scanrobotern. Doch was als Projekt von Büchernerds, vor allem für Literaturwissenschaftler und andere Forscher begonnen hat, interessiert inzwischen auch ganz andere Berufsgruppen. Denn durch das Verfahren der sogenannten Optical Character Recognition werden Buchseiten für Computer nicht nur lesbar, sondern wie Word- oder PDF-Dokumente auch durchsuchbar. Ein Riesenvorteil bei der Recherche ist Sebastian Mangold vom Digitalisierungszentrum in München überzeugt. Wir können nach einer Worthäufigkeit zum Beispiel auf einem riesigen Textkorpus suchen und letztlich jede Fragestellung an eben eine so große Textmenge richten, die sie nur lesend und auswertend, sage ich, nach herkömmlichen analogen Methoden letztlich auch in einem ganzen Forscherleben nicht schaffen würden. Plötzlich lassen sich also ganze Bibliotheksbestände beinahe genauso bequem durchsuchen wie das Internet mit einer Suchmaschine. Aber nicht nur Büchereien sitzen auf riesigen Papierbergen, die kein Mensch je komplett wird lesen können. Auch Journalisten stoßen bei ihren Recherchen immer wieder auf Berge von Akten, handschriftlichen Notizen und Papierschnipseln. So wie Vanessa Wormer von der Süddeutschen Zeitung. Als Datenjournalistin hat sie auch die Panama Papers analysiert. Zwar hatte sie hier Glück, dass ihre Datensätze bereits in digitaler Form vorlagen, aber bei 11,5 Millionen Dokumenten muss man sich etwas einfallen lassen, wenn man die wirklich brisanten Informationen herausfiltern möchte. Ja, bei 2,6 Terabyte Daten kann man sich, glaube ich, nie ganz sicher sein, dass man alles durchsucht hat. Und das sind wir auch nicht. Das heißt, wir haben zwar sehr strukturiert gearbeitet, wir haben mit Listen gearbeitet, wir haben vorher Suchlisten erstellt, zum Beispiel mit den 100 wichtigsten Politikern in Deutschland oder mit den 500 besten Fußballern der Welt. Aber selbst wenn sich die gesuchten Ballsportler oder Amtsträger in den Daten finden lassen, verrät einem eines der Computer nicht. Was genau diese Menschen mit der Briefkastenfirmenkanzlei zu tun haben. Die Arbeit der Journalisten fängt somit mit einem Treffer erst richtig an. Wenn ich einen Namen finde, muss ich viele Checks durchführen. Ich muss erstmal verstehen, was ist es für ein Dokument, wo der Name auftaucht, in welchem Zusammenhang taucht er auf. Kann ich aus den E-Mails, die da mit in diesen Ordnern liegen, irgendwelche Schlüsse ziehen? Warum hat dieser Mensch eine Briefkastenfirma gründen lassen? Hat er sie zu irgendwelchen illegalen Zwecken genutzt? Und Antworten auf genau solche Fragen bleiben die Enthüller der Panama Papers in vielen Fällen schuldig. Und so weiß die Öffentlichkeit bis heute nicht sicher, ob sich Prominente wie Lionel Messi oder David Cameron nun strafbar gemacht haben. Und das zeigt genau eines der Probleme der automatisierten Recherche. Große Datensätze garantieren keine großen Erkenntnisse. Schon gar nicht, wenn man nicht weiß, was man überhaupt finden möchte. Ein Problem auch für Steuerfahnder. Denn sie durchforsten auf der Suche nach Steuerhinterziehern immer größere Datenmengen. Der Computerforensiker Martin Herrmann unterstützt sie dabei mit Softwarelösungen. Aber er ist überzeugt, selbst die besten Algorithmen können Fachkenntnis nicht ersetzen. Nun ja, diese Tools sind toll und die können auch Riesendatenmengen sehr schön aufbearbeitet darstellen. Aber irgendeiner muss sie lesen und verstehen. Und wenn der den Sachverstand nicht hat, wie ein Ermittler den hat und nicht weiß, was er sucht, dann nützt das schönste Tool nichts. Ja, die Intelligenz muss vor dem Bildschirm sitzen. Klar ist, in jedem hinreichend großen Datensatz sind immer Hinweise für kriminelle Aktivitäten zu finden. Genau deshalb jedoch gilt für Strafverfolgungsbehörden das Gebot, dass ein Anfangsverdacht Ermittlungen legitimieren muss. Mit der Verbreitung neuer automatisierter Recherchemethoden und immer größerer Datenleaks stellt sich damit auch für Journalisten heute eine neue ethische Frage. Nämlich, ab wann ist es eigentlich legitim, diese Recherchemaschinen anzuwerfen?